Hallo hier, Dark Cyber mit den Let's Play Real Horror Stories Part 5. Ja, erst einmal große Entschuldigung dafür, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis ich mal diese Folge gemacht habe. Aber ihr kennt das ja selber, so Real Life und so, ne? Ja, dann habe ich mich auch noch auf andere Projekte gestürzt, deswegen das dann ein bisschen lange gedauert hat, bis ich dann wieder auf hier gekommen bin. Aber, wenn ich gewusst hätte, wie viel mich noch erwartet, dann, naja, hätte ich das schon viel früher gemacht. Denn ihr müsst wissen, jetzt kommen wir nämlich zur zweiten Sache, dass ich jetzt über eine Stunde aufgenommen hatte, aber jetzt nicht nur an diesem Spiel. Und ich bin im Prinzip geladen, weil jetzt muss ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Und zwar nur, weil mein Mikrofonstecker nicht richtig steckte. Alles nochmal. Leco Mio, jetzt zeige ich euch, was hier noch so zu tun ist. Viel ist es nicht mehr. So viel zum Spoiler-Alarm schon mal. Let's go. Ich hatte mal vorhin schon mal. Ja, sagst du auch noch was anderes? Anscheinend nicht, also lass mal ihn einfach mal fallen. Und jetzt. Mal habe ich rechts gemacht. Bei der letzten Aufnahme. Oh! Das ist ja interessant. You are alive. You escaped the bomb. Tormenting agony of hell. Blah blah blah, nightmares and yeah, no, I put a memory, but can you rest now knowing that shadows and spirits are your turn? Also, you get your eventually. Okay, play again. Ja, natürlich, play again. Ich hoffe nur jetzt nicht von Anfang an, denn das wäre jetzt nicht so schön. Oh Gott, ich hab's ja das Gefühl, dass ich die ganzen Scheiße nochmal machen darf. Aber was soll das? Das macht ja Spaß und so, ne? Okay. Ich wusste jetzt auch nicht, dass man zwei Möglichkeiten hat. Und ja, die letzte Möglichkeit, die ich hier dann hatte, die werde ich euch jetzt dann direkt mal zeigen. Ich hoffe nur, das geht jetzt mal hier. Ja, sorry, wenn ich hier jetzt mal meine Maus hier so mache, denn ich werde im Prinzip nur noch fertig werden. So, ja, jetzt müsst ihr euch halt die Rätsel nochmal antun, aber das geht relativ schnell, weil ich kenne es ja jetzt auswendig. Weil ich muss ja dann jedes Mal bis vom letzten Speicherpunkt ausmachen, jetzt weiß ich, ja, wie ich hier überall durchkomme. Aber dass man hier einfach nur unter das Nachzeichen muss, da muss man auch erstmal kommen. Ohne mal gesagt, werde ich auf jeden Fall darüber noch ein Review machen. In Info-View-like. Bing, bing, bing. Dadurch, dass ich jetzt leider schon alles kenne, ist es natürlich weniger gruselig für euch. Das tut mir irgendwo ein bisschen leid, aber irgendwo ist es mir eigentlich auch schnurzpiep egal. Okay, hier. Ich hoffe, ich muss es. Oh, jetzt kommt hier was. Große Rätsel. Sie muss nur in der richtigen Reihenfolge sein. Eins, zwei. Eins. Also, eins, zwei, drei.
3. 4. Das war schön, Sale. Und? Also auch wenn ich das jetzt schon zum dritten Mal sehe, schockt immer wieder. Muss man einfach sagen. Jetzt wieder dieses langweilige Ding hier. Billy, Alter. Ich meine, wenn man sich in sowas hier überhaupt nicht auskennt, dann ist man wie vom Kopf geschmissen. Deswegen, naja. Aber darüber werde ich mich noch im Review auslassen. Ja, jetzt haben wir hier diesen sehr gesprächigen Kompan hier, also. Bye-bye. Aber eigentlich im Prinzip. Was nachher gerade helfen kann, Theorie, die Fahrt aus. Nee, ist ein anderer Text, wenn ich jetzt mich richtig entsinne. So, und im Prinzip haben wir jetzt hier den ganzen Quatsch nochmal. Machen wir aber jetzt nicht nochmal. Ich mache dann Exit Game. Ja. Dies war es. Von Real Horror Stories Ultimate Edition. Und dann geht es bald mit den nächsten Projekten weiter. Ich bin jetzt im Prinzip bei 4.3 zu machen. Shibari Medieval Warfare habe ich auch durch. Und 4.1 mache ich auch noch auf einem anderen Computer. Also es sind noch viele andere Sachen jetzt in Arbeit oder schon fertig oder fast fertig. Das ist jetzt auf jeden Fall danach gecancelt, also fertig. Gecancelt. Ich erzähle hier einen Schwachsinn. Also, das hier ist dann fertig. Wenn, wie gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich in der vierten Folge das komplett noch weitergemacht, aber gut. Und dann, ja, Alice noch. Alice werde ich noch vor 4.2 machen, das würde ich dann Alice gerne auf den Rechner hier machen. Aber schauen, vielleicht habe ich bis dahin auch eine größere Festplatte und dann läuft dann sowieso alles ganz anders. Mal schauen. Und als großes Extra kommt dann vielleicht noch Dead Space dazu. Aber es ist noch alles mehr oder weniger Planung. 4 auf jeden Fall und alles andere werden wir noch sehen. Und alles halt. Aber gut, das war's dann. Bis zum nächsten Projekt. Euer Darksaber. Bis dann.